Wie in anderen Ländern auch werden in Russland viele medizinische Einrichtungen ganz in den Kampf gegen das Coronavirus gestellt. Dazu gehört etwa das Traumazentrum in Kasan. Rustem Kamalejew arbeitet auf der Intensivstation. Er erzählt: Die Leute hätten mich und meine Kollegen vermutlich schräg angeschaut, wenn wir uns geweigert hätten, mit den Infizierten zu arbeiten. Wir sind ein Team und arbeiten zusammen. Karina Borisova ist Ärztin in dem Krankenhaus. Mit ihren Töchtern hat sie derzeit nur per Videoanruf Kontakt. Wann sie sich wieder real sehen, ist unklar. Anfangs hat sie viel gearbeitet, kam aber noch nach Hause. Sie war erschöpft, weil sie oft 12 Stunden gearbeitet hat. Dann kam sie nicht mehr nach Hause, um keinen direkten Kontakt mit uns zu haben. Und nun vermissen wir sie langsam wirklich. Am schwierigsten ist es, nicht zu wissen, was die Zukunft bringt, welche Folgen es für unsere Angehörigen hat und wann es vorbei ist. In Russland sind aktuell knapp 70.000 Fälle von Corona-Infektionen bekannt. Mehr als 600 Menschen sind hier bislang an der Krankheit Covid-19, die durch das Virus verursacht wird, gestorben.